Im Oktober diesen Jahres erwartet uns die 9. Staffel The Walking Dead. Die Zeit vergeht aber auch schnell. Anlässlich der Comic-Con hat AMC auch direkt mal einen neuen Trailer herausgehauen. An dieser Stelle möchte ich natürlich mal wieder vor Spoilern warnen. Vor einiger Zeit wurde auch bestätigt, dass Lauren Cohan und Andrew Lincoln, die Darsteller von Rick und Maggie, die Serie innerhalb der 9. Staffel verlassen werden. Die beiden werden angeblich in nur 6 Episoden der 9. Staffel auftreten, also wahrscheinlich noch innerhalb der ersten Hälfte sterben oder auf anderem Wege das Weite suchen. Staffel 9 hat außerdem nicht mehr den ehemaligen Showrunner Scott Gimble, sondern Angela Kang, die der Serie eine neue Richtung geben möchte. Am 8. Oktober startet dann voraussichtlich die erste Hälfte. Bevor wir anfangen, wild über Staffel 9 zu spekulieren, erstmal die aktuelle Situation. Rick hat es geschafft, Negan zu besiegen, jedoch hat er ihn nur gefangen genommen und nicht getötet, um auch Kyles Wünschen nachzugehen. Die Saviors haben sich also nun auch Rick angeschlossen. Die Oceanside-Kolonie ebenfalls, wie wir auch aus dem Trailer entnehmen können. Also insgesamt haben wir das Königreich, Alexandria, was noch ziemlich zerstört ist, das Sanctuary, die Oceanside-Kolonie und eigentlich auch noch Hilltop. Aber wie wir am Ende der 8. Staffel erfahren haben, gefällt es Maggie gar nicht, dass Rick Negan nicht getötet hat, weil sie sich für Glenn rächen möchte. Auch Daryl und Jesus stehen dabei auf ihrer Seite. In Staffel 9 gibt es einen Zeitsprung von ein paar Jahren und wie der Trailer schon andeutet, wird der Konflikt von Rick und Maggie weitergehen. Ob es sogar zum Civil War kommt, ist natürlich die Frage. Maggie sagt Rick ja im Trailer auch, dass sie es ändern wird, dass niemand mehr auf sie hört, was eine echte Kampfansage an Rick ist. Dieser Konflikt muss sich dann aber in der ersten Hälfte ereignen, weshalb ich vermute, dass die Whisperers wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte eine große Rolle spielen werden. Aber dazu komme ich später noch einmal. Wie wir auch aus dem Trailer entnehmen können, setzt Rick seine Vision von einer neuen Welt in die Tat um. Er führt die Gruppen zusammen und es gibt auch sowas wie ein kleines Camp, in dem sich die Gruppen vielleicht treffen. Wer weiß. Der Trailer verrät leider nicht genau, was es mit diesem Camp auf sich hat. Alexandria wird in Staffel 9 renoviert werden und es gibt zum Zeitpunkt von Staffel 9 viele Felder. Maggie setzt die Pläne, die sie von Georgie in der letzten Staffel bekommen hat, in die Tat um und baut auch Hilltop aus. Sie hat jetzt außerdem auch ein Baby bekommen. In ein paar Frames des Trailers sehen wir Maggie mit wahrscheinlich Gregory im Kampf. In den Comics versucht Gregory sie umzubringen, wird jedoch am Ende erhangen. Könnte das eine Andeutung auf diesen Verlauf sein? Im Trailer gibt es außerdem einen Hinweis zum Commonwealth. Diesen Begriff kann man nämlich auf einem Windrad finden. Das könnte vielleicht bedeuten, dass Georgie, wie viele Fans es vermutet haben, wirklich Pamela Maiden, die Anführerin des Commonwealths, aus den Comics darstellen soll. Im Trailer sieht Anne wieder den Helikopter und auch er wird vielleicht dem Commonwealth angehören. Also werden wir wahrscheinlich auch mit dieser riesigen und hochentwickelten Gemeinschaft Bekanntschaft machen dürfen. Genau das Gegenteil von hochentwickelt sind die Transportmittel in Staffel 9. Rick und Co. werden eher mit Pferden als mit Autos unterwegs sein, weil Angela Kang mehr Realismus in die Serie bringen wollte. Auch das Sanctuary wird in der neuen Staffel ausgebaut. Rick befiehlt seinen Leuten nämlich, ihnen zu helfen und ihnen alles zu geben, was sie brauchen. Apropos Sanctuary, auch Negan werden wir zu sehen bekommen. Er hält mit Rick immer mal wieder Gespräche in der Zelle. Jetzt, wo so viele Gemeinschaften zusammengekommen sind, möchte Michonne außerdem Regeln, die für alle Gemeinschaften gelten, einführen. Und in einem Ausschnitt aus dem Trailer sehen wir diese Gemeinschaften. Dabei stellt sich die Frage, was Toledo ist, wo das Kingdom ist und vor allen Dingen, wo das Headquarter liegt. Toledo könnte vielleicht das Commonwealth sein, würde ich zumindest ganz unsicher vermuten. Aber nun wieder zu den Konflikten. Der nächste Konflikt könnte sich zwischen Daryl und Rick anbahnen. Daryl ist nämlich nicht zufrieden mit dieser riesigen Gemeinschaft, weil er es in der kleinen Gemeinschaft besser fand. He could do anything. That was right. Just don't feel right, man. Außerdem steht er ja eigentlich auch auf Maggies Seite, was Negan angeht. Auch zwischen manchen Saviors und Rick wird es zu Konflikten kommen, denn manche sind, wie man im Trailer sehen kann, immer noch Negan. Und wegen irgendeinem dieser Konflikte oder auch wegen einem Beißer
Oder vielleicht auch wegen einem Whisperer wird Rick wahrscheinlich sterben. Wir sehen ihn nämlich im Trailer taumelnd mit seinen blutigen Cowboy-Stiefeln. Außerdem sehen wir auch noch kurz Rick, der gerade von einem Beißer angegriffen wird. Könnte das seine Todesszene sein? Ich glaube nicht. Ich denke aber eher, dass es die Whisperers sein werden. Oder auch Daryl, der ja in einer Szene des Trailers sein Messer schleift. Aber wo wir gerade schon die Whisperers angesprochen haben. Für die, die nicht wissen, wer die Whisperers sind. Sie sind kurz gefasst eine Gruppe, die die Gestalten von Beißern annehmen und sich so bewegen wie sie, um mit ihnen in einer Herde mitzulaufen, um ihre Opfer zu täuschen und im richtigen Moment auszuschalten. In der letzten Szene des Trailers sehen wir sie zum ersten Mal. Wenn man ganz genau hinhört, sagen sie die Worte "Where are they?", während sich Eugene und Rosita im Schlamm verstecken. Die Whisperers werden wahrscheinlich der wahre Feind in der 9. Staffel werden, während die Gruppe von den Streitereien innerhalb der Gemeinschaft abgelenkt ist. Ähnlich wie in Game of Thrones, wo die weißen Wanderer die wahre Gefahr sind. Das ist zumindest meine Vermutung. Und auch Alpha, die Anführerin der Whisperers, wird in Staffel 9 auftauchen. Jadis oder auch Anne ist es ja nicht, weil Scott Gimble das schon bestätigt hatte. Dafür wurde aber die Schauspielerin schon bekannt gegeben. Alpha soll von Samantha Morton gespielt werden. Wir werden wahrscheinlich auch mit einer neuen Gruppe, die wir aus den Comics kennen, Bekanntschaft machen dürfen. Magna, die Anführerin dieser Gemeinschaft, und ihre drei Gefolgsleute stellen sich, wie es aussieht, im Trailer bei Gabriel vor. In den Comics entwickelt Eugene ein System, die Walker von den Orten wegzulocken. Doch dadurch kommen sie Magnas Truppe in die Quere und werden quasi von Ricks Gruppe mitgenommen, wodurch es dann zu diesem Vorstellungsgespräch kommt. Jetzt zu einer anderen Sache, die mir im Trailer aufgefallen ist. Wir sehen kurz Daryl und Maggie mit einem Benzinkanister die Straße langlaufen, als wenn sie irgendetwas anzünden wollen. Und diesen Brand sehen wir dann auch. Die Frage ist nur, von wem die Stiefel sind. Was ich mich auch frage ist, wo Heath bleibt. An dem Ort seines Verschwindens wurde eine Karte mit 3 P's zurückgelassen. Viele Fans vermuteten, dass dies die Abkürzung für Piano Pianissimo ist, was so viel wie extrem leise bedeutet und somit ein Hinweis auf die Whisperers wäre. Heaths Rückkehr wäre also auf jeden Fall denkbar. Nun noch zu einer anderen Sache. John Bernthal, der Darsteller von Shane, wurde am Set von Staffel 9 gesichtet. Es gibt eigentlich mehrere Möglichkeiten, wie er zurückkehren wird. Entweder in Rückblenden oder auch in Vision. Vielleicht taucht er auch in Ricks Tod als eines seiner letzten Bilder in seinem Kopf auf. Oder Rick halluziniert und sieht in einem Beißer Shane und stirbt dadurch. Das alles könnte ich mir vorstellen. Mal sehen, welche Rolle er spielen wird. Aber denken wir mal weiter. Wenn Rick und Maggie sterben, wer soll dann noch der Anführer der Gemeinschaft sein? Viele Fans vermuten ja, dass es Daryl sein könnte, aber für mich ist er einfach nicht der Typ dafür. Michonne oder vielleicht auch sogar Negan würden auch noch in Frage kommen. Oder vielleicht jemand ganz anderes, aber darüber kann man nur spekulieren. Zusammengefasst wird es in Staffel 9 höchstwahrscheinlich um mehrere Konflikte innerhalb der Gemeinschaft gehen, die zu einem Civil War führen könnten. Und währenddessen kommt wahrscheinlich langsam die Gefahr der Whisperers auf sie zu. Wir werden mit vielen neuen Charakteren und Gruppen Bekanntschaft machen dürfen, was endlich mal wieder frische Luft in die Serie bringt. Und das war's auch schon wieder mit diesem Video zu Walking Dead Staffel 9. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung da, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und vielleicht auch eure Theorien zu Staffel 9. Und vor allen Dingen abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.